Hallo und herzlich willkommen bei der Scooterschrauber. Ja, so sieht es gerade in der Garage aus. Und jetzt heißt es erstmal freimachen, dass ich, was ihr hier gerade gesehen habt, ja, aufsetzen kann sozusagen. Und zwar ist das für diesen Roller. Das ist erstmal vorübergehend, was ich hier in der Hand habe. Und das würde ich gerne mit euch aufsetzen. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. Meine Roller habe ich alle auf Bewegung gesetzt. Das heißt, ich habe sie alle soweit erstmal rausgeschoben und für den Neos hier erstmal Platz geschaffen sozusagen. Jetzt habt ihr ja gesehen, was ich vor mir hergetragen habe. Das ist ja nun dieses Teil hier. Und das ist im Grunde, um eins erstmal ein bisschen zu verschönern, in Anführungsstrichen, hoffe ich zumindest, dass das erstmal ein bisschen unterdrückt wird, die Ansicht. Und zwar, man sieht ja hier, ich habe ja selbst schon geguckt, das ist ein Sitzbankbezug. Und der ist so wie ein Netz gewebt, sage ich mal. Ich hätte jetzt gedacht, dass das mehr durchgehend ist, aber es sieht doch anders aus wie auf dem Bild. Auf jeden Fall würde ich das jetzt gerne über die Sitzbank ziehen und dann mal schauen. Dann habe ich allerdings noch eins, und zwar, das Set ist auch angekommen. Das sind zwei Nummernschildbeleuchtungen, wo ich eine davon gerne an den Neos verbauen würde. Die zeige ich euch aber auch gerade nochmal, weil ich habe ja gesagt, ich habe noch so viele Teile liegen, überhaupt für die ganzen Roller, wo ich gar nicht weiß, mit was fange ich an. Jetzt ist es so, das ist eine ganz normale Nummernschildbeleuchtung. Und die soll an den Neos mit dran. Das heißt, ich werde die Tage hier nochmal ringsherum alles abbauen und ja, die Nummernschildbeleuchtung dann hier mit verkabeln sozusagen. Auf jeden Fall, jetzt geht es aber erstmal um die Sitzbank. Lass uns mal schauen, wie das aussieht. Ich mache hier mal das schöne Tütchen auf mit einem schönen Reißverschluss sogar. Also damit wurde nicht gespart, das ist schon mal sehr schön. Und wir holen das Ganze jetzt mal raus und klappen das natürlich gleich gemeinsam erstmal aus. Jetzt will ich doch hoffen, dass das Teil auch wirklich hier drüber passt. Das ist Größe L und das sollte eigentlich dafür ausreichend sein. Wir lassen uns jetzt überraschen. So sieht es aus, wenn es eben ausgebreitet ist. Und unten sind Klettverschlüsse mit drin, die dann zusammengezogen werden. Drei Stück im Ganzen. Und ich hoffe, dass das Ganze dann auch soweit damit klappt. Wir setzen das Teil jetzt einfach mal auf. Wie rum es aufgesetzt wird, scheint hier gar keine Rolle zu spielen, weil es ist einheitlich. Das heißt, wir klappen jetzt einfach mal die Sitzbank dann auf, ziehen das hier schon mal drüber oder versuchen es schon mal drüber zu ziehen. Dazu mache ich die Sitzbank mal auf und gucken mal, inwiefern wir das Teil jetzt hier rüber bekommen. Das ist auf jeden Fall schon das Größte davon. Jetzt muss es natürlich nur noch irgendwie passen. Ich ziehe das jetzt hier einfach mal erstmal rüber, um zu sehen, wie sieht es denn überhaupt auch optisch aus. Das heißt, hier meine Bänder ziehe ich hier soweit erstmal raus und gucke mal, ob sich das denn auch so ziehen lässt, wie wir das brauchen. Ja, es macht zumindest so schon mal einen guten Eindruck, aber es ist trotzdem beweglich. Ich hätte mir jetzt gewünscht, dass es
Ja, relativ sich hier oder stumpf bleibt, aber wir gucken mal. Jetzt heißt es natürlich, erstmal sitzt man hoch und unsere Bänder hier einfach erstmal ziehen. Mal gucken, was so passiert. Hier wäre Nummer 1. Die Sitzbank muss eh so oder so neu bezogen werden. Das bleibt nicht aus. Das heißt, irgendwann kriegt sie auf jeden Fall einen Bezug. Jetzt rutscht das Ganze hier nochmal. Gut, das braucht ja jetzt auch erstmal seinen Platz, wo sich das zusammenfindet alles. Aber hier ist schon mal Halt drinne. Das heißt, ich gebe jetzt auch hier hinten schon mal den Halt rein. Aber man darf nicht zu dolle ziehen, wie man sieht, weil dann rutscht es von vorne nämlich wieder weg. Also das ist doch schon sehr knapp bemessen. Das hätte wirklich einen leichten Tuck länger sein können. So ein paar Millimeterchen wären nicht schlecht gewesen. Ich glaube, wir machen das erstmal hier vorne fest und dann zuletzt hinten. Ich ziehe das hier mal ein bisschen nach vorne, das Ganze. Und schaue jetzt hier nochmal drunter. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Das würde jetzt heißen, ich nehme jetzt das nächste. Und wir ziehen es hier jetzt auch gleich ein bisschen mit drüber. So. Das sieht doch schon mal recht ordentlich aus. Aber das hängt jetzt natürlich so straff hier, dass es, ja, das spannt sich schon automatisch, würde ich mal sagen. Wir gucken einfach mal. So, hier wäre es okay. Hier hinten wird es wahrscheinlich nicht ganz reichen. Aber ja gut, den Halt bekommt man trotzdem rein. Wie gesagt, das ist ja auch das erste Mal jetzt für mich, ne? Also ich muss ja nun auch erstmal sehen, wie kriege ich das hier am besten zusammen. Ich ziehe jetzt hier nochmal zusammen. Und gucke mal, inwiefern wir das hier so ungefähr gleichmäßig hinbekommen. Wie gesagt, hier scheint es, ja, zumindest ist das Yamaha-Zeichen sichtbar, wie man hier sieht. Also ist schon krass gemacht, aber es liegt auf jeden Fall auf. Wenn ich jetzt hier vorne das noch ein bisschen löse, dann spannt sich das bestimmt alleine, denke ich mal. Weil hier ist ja diese Kante ist klar, die drückt jetzt natürlich hier noch mit drauf. Aber ich versuche das hier trotzdem noch ein bisschen mit rüber zu ziehen, dass das auch wirklich etwas einheitlich bleibt. Jetzt gucke ich hier natürlich auch noch mal. Jetzt lässt es sich auch ein bisschen besser ziehen. Also jetzt ist es nicht mehr ganz so extrem. Ja, das sieht auch gut aus. Jetzt nochmal drücken, gucken, weil wir wollen ja auch nichts davon kaputt machen. Das würde heißen, ich löse das hier noch etwas, weil das spannt sich jetzt automatisch. Und das Teil sitzt ja jetzt auf jeden Fall hier schon mal etwas besser. Ich denke, mit der Laufe der Zeit wird sich das noch etwas dichter ranziehen und auch ein bisschen mehr nachgeben. Aber es sieht doch schon mal ganz gut aus. Ich nehme euch jetzt mal direkt und zeige euch das Ganze mal. Hier kann man jetzt natürlich schön sehen, hier, also hängt es so auf der Kante. Ich hoffe, es wird dann auch trotzdem halten und nicht wegrutschen. Gut, es geht so einigermaßen. Hier an den Seiten
sieht es auch sehr gut aus, muss ich sagen. Also das hat sich schön mit rumgezogen. Aber hier ist eben, ja, hier ist auch die Naht. Aber besser als vorher auf jeden Fall. Wenn ich das jetzt mal so mache, sieht man die schäbige Sitzbank nicht mehr ganz so extrem. Also erstmal als Notlösung, denke ich mal, kann man mit leben. Es wird jetzt sich natürlich noch rausstellen, wie ist es, wenn man sich draufsetzt und ja, fährt. Schiebt sich das hier nicht hin und her? Das will ich zumindest nicht hoffen. Aber das werden wir bei einer Probefahrt natürlich dann rausfinden. Gut, das war erstmal das.